Der Ford Mustang ist der Inbegriff des Muscle Car. Seit über 30 Jahren gehört diese Ikone zur Familie. Als meine Eltern in Amerika waren, da wollte sich mein Vater eigentlich ein klassisches englisches Auto kaufen, einen Zweisitzer. Und meine Mutter war schwanger mit meinem größeren Bruder und hat sich dagegen gewehrt, dass ein weiterer Zweisitzer in die Familie kommt. Und hat gesagt, nein, wenn jetzt ein Baby im Kommen ist, dann brauchen wir ein Fahrzeug mit mehr als zwei Plätzen. Und dann hat sich mein Vater überreden lassen, dieses Auto zu kaufen. Und ich glaube, es war kein Fehler. Den Mustang kauft die junge Familie einem Freund in San Francisco ab. Im Vergleich zu allen anderen Fahrzeugen hat der Mustang eine dermaßige Coolness und ein dermaßig schwammiges Gefühl. Ja. Die Lenkung ist unfassbar indirekt, das Fahrwerk ist der absolute Horror, aber er fährt sich super geradeaus und solange es geradeaus geht, ist alles gut. Schuld sind die traditionelle Starrachse mit Blattfedern und die weichen Stoßdämpfer. In der Basisversion spendiert Ford dem Mustang anfangs nur Trommelbremsen. 1964 schreibt Automotor und Sport über den Amerikaner, es wäre nicht sinnvoll gewesen, über diesen Wagen einen Testbericht zu schreiben. Trotzdem prägt der Mustang mit seiner Karosserieform den Begriff des Pony Car und wird ein voller Erfolg. Zur Markteinführung 1964 kommt das Kultauto als Coupé und Cabrio. Später folgt eine Fastback-Variante. Er hat für mich deshalb einen ganz großen Stellenwert, weil ich mit diesem Auto die meisten Kilometer in meinem Leben zurückgelegt habe. Das war das erste Auto, mit dem ich auf Oldtimer-Rallys teilgenommen habe. Das war das erste Auto, mit dem ich fahren wollte, als ich jung war, und mit dem ich auch gefahren bin, als ich jung war. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass ein Vater seinen 16-, 17-jährigen Sohn mit einem 65er Ford Mustang durch die Gegend fahren lässt. Aber ich bin ihm dafür sehr dankbar, dass er das gemacht hat, dass er mir diese Chance gegeben hat, mit diesem Auto zu fahren. In einem Mustang fühlt sich auch eine österreichische Landstraße schnell an, wie die berühmte Route 66. Das Gefühl von grenzenloser Freiheit stellt sich ganz von alleine ein. Ich bin sofort, nachdem ich die Führerscheinprüfung bestanden habe, kann mich noch genau daran erinnern, es war an einem Freitagnachmittag, bin ich gleich danach in die Garage von meinem Vater gegangen und bin mit diesem Auto einmal um den Ring gefahren. Als 17-jähriger Knirps bin ich mir unfassbar cool vorgekommen. Im Gegensatz zu anderen Modellen in der Sammlung befindet sich der Mustang im absoluten Originalzustand. Der Mustang ist auf den Markt gekommen 1964. Dieses Modell ist ein später 65er Jahrgang, also Dezember 65. Das heißt, er hat nicht mehr den Tacho mit der Nadel, die horizontal geht, sondern er hat die runden Instrumente und er hat auf der Seite hinter den Türen Chromverlängerungen, Chromzieherleisten, die der 64er Jahrgang nicht hat. Außerdem hat der 65er bereits eine Servopumpe, was ihn sehr leicht zum Lenken macht. Das sind die groben Unterschiede, von denen man das Fahrzeug unterscheiden kann von den Vorjahren. Also in der Stadt ist das Auto unter 24, 25 Liter auf 100 Kilometer eigentlich nicht zu bewegen. Aber wenn ich ehrlich sein soll, bei diesem Klang, den dieser Motor bringt, ist das sekundär. Mit dem Mustang wächst Alexander auf. Er ist sein erster Kontakt zu amerikanischen Autos.